Willkommen zurück hier bei Let's Play Mafia. In der letzten Folge sind wir mit dem kaputten Auto hier mitten in die Gosse gefahren und jetzt sind wir quasi auf dem Rückweg zu Salieris Bar, denn wir haben den nervigen Typen jetzt endlich umgelegt und so, ja, können wir hier durchfahren? Das sieht so aus. Ja, sieht ganz, ist mir recht. Voll der geile Cheaterweg hier. So, also müssen wir jetzt in diese Richtung aus dem Weg, Bitch. Ich bin die Polizei, yo. Also beschweren Sie sich nicht. So, okay, da vorne ist auch schon die Bar und dann ist es endlich vorbei mit dem und hoffentlich auch mit der Karre. Die fuckt nämlich echt ein bisschen ab. So. Da ist die Bar. Ich habe schon die ganze Zeit gesucht, wo sie sein soll. Nein, ich habe dieses Auto nicht gestohlen. So. Wiedersehen. Oh Gott, ich gehe so ein bisschen langsam hinter dem her, für den Fall, dass der wieder irgendeine Waffe sieht. War ein hartes Stück Arbeit. Aber jetzt haben wir Morello da, wo wir ihn haben wollen. Jetzt bleibt nur noch eines. Wir erledigen ihn. In seinen Teilen der Stadt sind Diebstahl, Raub, Erpressung, illegale Lotterien, Glücksspiel und Prostitution an der Tagesordnung. Aber was ist das größte Problem? Drogen? Blödsinn. Das Problem ist, dass wir dafür nicht einen Cent kriegen. Das wird sich ändern, sobald wir Morello los sind. Seine Organisation fällt in sich zusammen. Und alle die kleinen Gauner, Diebe und Kriminellen bringen sich gegenseitig um, wenn niemand für Ordnung sorgt. Heute können wir den Bastard ein für alle Mal erledigen. Paulie hat einen Plan vorgeschlagen. Ganz genau. Meine Informanten sagen, dass wir heute eine Chance haben, den Typen zu erwischen. Morello ist gut bewacht und er zeigt sich fast nie in der Öffentlichkeit. Er fährt immer in einer kugelsicheren Limousine, abgeschottet wie eine Miesmuschel. Aber heute kommt er raus. Er geht ins Theater, um sich ein wenig unter die Crème de la Crème von Lost Heaven zu mischen. Wir werden dort sein und ihm auch eine Show bieten. Ist das nicht ziemlich riskant? Es ist riskant, aber unsere einzige Möglichkeit, ihn vor aller Augen umzulegen und so unsere Macht zu zeigen. Es läuft so ab. Wartet vor dem Gebäude, bis die Show vorbei ist. Dann kommen die Leute heraus. Also gibt es jede Menge Durcheinander. Morello versucht, sich den Weg da rauszubahnen. Seine Gorillas haben keine Chance, uns zu entdecken, bevor wir ihn erwischen. Achtet darauf, dass ihr keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Also nicht schießen. Zieht eure Waffen erst, wenn ihr ihn seht. Ich hoffe, ich erkenne ihn überhaupt noch. Sollte dir nicht schwerfallen. Morello liebt es, weiße Anzüge zu tragen. So etwas tragen heutzutage nicht mehr viele. Jeder von euch bekommt eine Thompson oder Lupara von Vincenzo. Wartet vor dem Theater auf Central Island, bis Morello herauskommt. Dann an die Arbeit. Die Aufführung endet um 9 Uhr. Sorgt dafür, dass ihr pünktlich da seid. Es sollte kein Problem sein. Also kommt nicht ohne seinen Kopf zurück. Okay, Boss. An die Arbeit. Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich den Sinn nicht ganz, wieso man das so macht. Wieso macht man das nicht so Kennedy-Style? Und, lol, die Bar ist ja mega voll. Okay, cool. Warum macht man das nicht so Kennedy-Style und nimmt sich einfach so ein Sniper-Ding? Verstehe ich nicht ganz. Oh, nein, das ist ein anderes Auto. Hier ist das gelbe Auto. Okay, ich wollte schon sagen. Beeilt euch mal ein bisschen, ihr Bitches. Schneller. Mann. Wieso gehen die denn alle wie so Tränen, ey? Schrecklich. Hallo, Vincenzo. Heute brauchen wir ein ganz schweres Geschütz. Wir pusten nämlich heute Morello um. Na, wie wär's denn mit 600 Schuss pro Minute aus einer guten alten Thompson? Mann, wie er auch einfach für jede Waffe einzeln für geht. Diesen Job könnten wir aber auch traditionellere Methoden anwenden und eine typisch sizilianische Waffe nehmen. Okay. Naja, immerhin kriegt man den damit relativ easy umgepustet, ne? Dann fragen wir jetzt noch ihn nach einem Auto. Das steht vielleicht sogar schon das Passende. Was brauchst du? Möchtest du ein Auto entfernen? Nee, gerade nicht. Dann steigen wir jetzt einfach hier ein, würde ich sagen. Ich bin gespannt. So, das Auto ist schon mal angesprungen. Und jetzt versuche ich einfach mal hier rauszufahren. Ist das möglich?
Ja, anscheinend schon. Creme de la Creme. Klingt spannend. Wir nehmen am besten die Unterführung. Da müssten wir, glaube ich, eher in diese Richtung fahren, oder? Ja, da vorne ist die Gasse. Langsam checke ich das, wo die ist. Ganz langsam. So. Ich bin echt mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Ob wir den jetzt wirklich erledigen? Ich bin mir da nicht so sicher. Aber naja, vielleicht. Aber als ob sein Bruder die ganze Zeit so mega viel Glück hat und er dann einfach so bei einem Mal gekillt wird. Das kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen. Aber hey, man weiß nie, was in diesem Spiel auf einen zukommt. Von daher... geben wir dem Ganzen mal eine Chance. So. Okay, das ist ja schon da vorne, ne? Oh, ups. Stell dich nicht an. Alle haben einfach so ein bisschen Leben verloren. Ups. Aber hier ist es noch nicht, das ist dort. Hallo? Hallo, hallo? Hallo. Das Auto ist doch kugelsicher. Hätten wir mal ein anderes genommen. Oh, ich habe die ganze Zeit die Geschwindigkeitsbegrenzung drin. Ups. Also dieses Mal werden wir den Safe noch nicht kriegen. Für den Fall der Fälle, weil da schon wieder die Polizei kommt. Die würden sich halt wieder safe an uns dranheften und abfacken. Die Schießerei juckt die Polizei halt auch nicht. Was die Polizei halt wirklich juckt, ist halt eben... ja, Geschwindigkeitsüberschreitung, ne? Dafür werden wir gesucht. Schieß doch drauf, meine Fresse. Oh oh. Wo wohnt der Typ eigentlich? Bestimmt in diesem reichen Viertel, oder? Nee, anscheinend nicht. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet. Naja. Airport, als ob der jetzt zum Flughafen will und da abfatzen will. Sieht irgendwie so ein bisschen so aus, ne? Es sei denn, der biegt jetzt links ab. Nö, das tut er nicht. Also wird es wohl wieder am Flughafen enden, kann das sein? Creme de la Creme, Okay, der hat jetzt so ein bisschen hier das Landding geladen. Wohnt der auf dem Land? Da ist der Flughafen. Will er zum Flughafen? Ja, das ist eigentlich eher dumm. Ja, ich soll hinterherlaufen, ist klar. Habe ich nicht auch mal versucht, hier durchzufahren und irgendwie hat es nicht geklappt? Ist das sein Flugzeug? Oder was ist jetzt der Plan? Auto entführen? Ja, ich will doch einsteigen, aber es geht nicht. Nimm die Thompson. Versuch sie abzuknallen.
Komm schon, Schrotthaufen! Halte durch! Irgendwie bringt das so ziemlich gar nichts. Sam, schieß, Bastarde! Leg sie um, Sam! Verdammt, Polly! Wow. Ja! Ja! Wie hast du das Auto repariert? Frag besser Sam. Warum bist du nicht Mechaniker, Sam? Der Job ist mir zu schmutzig. Als ob wir ihn jetzt umgelegt haben. What the fuck? What the fuck? Okay. Wo ist der Flughafen? In diese Richtung. Da ist der Zeppelin. Ich erinnere mich noch daran, hier hatten wir auch schon mal die eine Mission da. Boah, also ich frage mich jetzt wirklich, ob der jetzt abgestürzt ist oder nicht. Also, na gut, er ist abgestürzt, aber ob er tot ist. Manche Leute überleben ja Flugzeugabstürze. Gut, ich hoffe jetzt mal eher nicht, aber, I don't know. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Passe ich dieses Mal hier durch? Sollte ja. Beim letzten Mal waren hier doch so Pfeiler drin, oder? Naja, dann fahren wir jetzt mal zurück in die Stadt, würde ich sagen. Ich habe schon wieder kein Dings, keine Karte. Das heißt, ich fahre jetzt irgendwie auf gut Glück, aber in diese Richtung sollte ja die Stadt sein. Von daher, da sieht man ja auch schon ein bisschen was. Ich würde auch sagen, wir fahren wieder direkt zur Bar und nicht erst zu Dingens. Das ist doch die Stadt, oder? Ja, sieht so aus, also da ist der Punkt. Noch ein Auto brauchen wir jetzt auch nicht, würde ich behaupten. Ich denke mal, wir kommen hier noch nicht ganz direkt rum, oder? War hier nicht irgendwo eine Baustelle? Ach nö. Okay, dieses Mal zahlen wir die Strafe. Wir waren zu schnell. Ich habe keinen Bock jetzt wieder auf unnötigen Beef. Oh. Waffe fallen lassen und Hände hoch. Die haben meine Waffe gesehen. GG. Und das Auto rollt einfach weg. Och, cringe. Und dass die beiden anderen da einfach nichts tun. Die könnten die noch einfach irgendwie verhauen oder so. Meine Güte. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Aber, ja. Ein bisschen nervig. Da ist man einmal gut gelaunt, weil alles beim ersten Mal klappt. Und ja, da wird man direkt verhaftet. Ich halte schon mal wieder meinen Finger auf der F5-Taste, damit ich im Notfall wieder die Begrenzung reinmachen kann. So. Hier ist jetzt keine Baustelle mehr, würde ich behaupten. Lol. Okay. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass die eine war. Naja, vielleicht wurde alles ja jetzt eröffnet. Man weiß es nicht. Was ist das da? Das sah irgendwie so richtig weird aus. Naja, schade, dass man die Kamera nicht drehen kann. So, guck mal. Ich habe die Geschwindigkeitsbegrenzung drin und wie langsam das einfach langsamer wird. So. Gut. Mittlerweile weiß ich auch so ein bisschen, wo ich lang muss, denn ja, hier kommen wir jetzt ja wieder zur Unterführung. Und dann kann ich einfach wieder geradeaus fahren. Ich kenne mich hier ein bisschen aus, oh mein Gott. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch passiert. Aus dem Weg, Bitches. Hier fahre ich. Die Telefonzelle nehmen wir auch noch mit.
Da wäre jetzt ein Polizeiauto gekommen. Ist es zum Glück nicht, aber naja. So. Die Bar war hier vorne, genau. Naja, das Auto war jetzt nicht so ganz trash, aber es ging ja noch. Möchtest du bitte aussteigen? Dankeschön. Ja, fahr mir doch rein, mir doch egal. Okay, cool. Dann haben Sie also Morello umgebracht. War bestimmt ein gutes Gefühl, oder? Wir haben gefeiert. Salieri war natürlich total aus dem Häuschen. Wir kontrollierten praktisch die ganze Stadt. Und das Blutvergießen schien endlich beendet zu sein. Eine Zeit lang fühlte ich mich wie ein König, bis mir eine Sache klar wurde. Wenn ein einfacher Mann wie ich den mächtigsten Mann der Stadt töten konnte, welchen Nutzen hatte dann dessen Macht? Mann, wenn er nicht so mächtig gewesen wäre, wäre er vielleicht noch am Leben. Es schien mir, als gäbe es, egal wie mächtig jemand war, immer jemanden, der mächtiger war und ihn fertig machen konnte. Und wohin führte diese Eingebung? Dass Habgier keinen Sinn hat. Wenn du kein Geld hast, sagst du dir, dass ein paar Kröten im Monat mehr als genug sind. Dann sagst du, ein nettes Auto wäre nicht schlecht. Ein Mensch muss schon ein Gott werden, um seinen Ehrgeiz stillen zu können. Du kannst aber nur daran denken, Präsident zu werden. Und dann als Präsident willst du einen Krieg gegen Deutschland gewinnen. Gott sei Dank wird das nicht passieren. Dazu kommt, dass die ganze Strategie, auf dem Rücken von anderen Leuten nach oben zu kommen, eine Schwäche hat. Man muss ständig auf seinen eigenen Rücken achten, ob nicht jemand die gleiche Idee hatte. Also dachte ich mir, dass ich meine Prioritäten ein klein wenig ändern müsste. Die Begegnung mit Gott. Lachen Sie ruhig. Sie wissen, wohin mich das gebracht hat. Hierher. Wer ist das? Es ist von 1920. Der alte Mann ist Don Peppone. Die beiden Jüngeren sind Salieri und Morello. Dieses Foto überzeugte mich davon, dass ein solches Leben Gift ist. Morello und Salieri waren Freunde gewesen und beide waren Anführer unter Peppones Regime. Aber in den 20er Jahren ließen sie Don Peppone wegen irgendeines Deals umbringen. Seltsam ist, dass Salieri den Mann heute noch bewundert. Anschließend teilten sie die Stadt auf. Und jeder regierte seinen Teil davon. Aber sie begannen einander zu bekämpfen. Ich wurde zu Salieris Mordinstrument, das seinen besten Freund Morello tötete, um ihn davor zu bewahren, ihm in die Augen zu sehen. Es wurde mir klar, dass meine Freunde und die Menschen, die ich liebte, genauso waren. Eines Tages würde ich mich zu Pauli umdrehen und direkt in den Lauf seiner Waffe schauen. Ich konnte mich auf niemanden verlassen. Über oder unter mir. Aber sie riskierten jeden Tag ihr Leben. Ihrer Erzählung nach ist der Job als Scharfrichter der Mafia kein Honigschlecken. Wenn man mittendrin ist, ist es anders. Man ist voller Energie und kämpft mit jemandem, der wie ein Bruder ist, um sein Leben. Es sind nur zwei Soldaten, die wissen, was getan werden muss. Und es hängt nur von der Fähigkeit zu überleben ab. Es ist ein Krieg. Das ständige Gefühl, dass man nicht einmal seinem besten Freund trauen kann, ist furchtbar. Der Tod lauert überall. Ich liege nachts wach und frage mich, ob der Witz, den mir mein Freund erzählt hat, wirklich nur ein Witz war. Oder ob er mich auf meine Exekution vorbereiten sollte. Ein Mensch braucht jemanden, dem er vertrauen kann. Wahlkampf, das klingt spannend. Der Typ macht mich krank. Er kontrolliert die Hälfte aller Bordelle der Stadt, zahlt uns keinen Cent und behauptet, er würde die Stadt vom Verbrechen befreien. Natürlich gebe ich einen Scheiß auf seine Sprüche, aber er und seine Nutten versuchen sogar in unser Gebiet vorzudringen. Ich denke, es ist an der Zeit, seine politische Karriere zu beenden. Es dauert noch viel zu lange bis zu den Wahlen. Wir müssen ihn mit Gewalt abservieren. Ich weiß nicht, Boss. Hatten wir nicht für eine Weile genug Gewalt? Ich habe ein seltsames Gefühl bei der Sache. Tommy, wir stehen kurz davor, diese Stadt zu kontrollieren. Er ist der Einzige, der uns noch im Weg ist. Möchten Sie ihn öffentlich erledigen, wie Morello? In der Öffentlichkeit, ja. Aber nicht wie Morello. Denk daran, einen Politiker umzulegen ist schmutziger als einen Gangster ausknipsen. Wir wollen ja nicht, dass uns jemand belastet. Die Spekulationen und die Angst werden unseren Zwecken genügen. Also? Wie sollen wir es tun? Mr. Sewer hat heute ein Meeting in einem Park auf einer kleinen Insel bei Central Island.
Es gibt nur einen Fluchtweg über eine kleine Brücke. Das wäre normalerweise ein Problem. Aber Vincenzo hat eine Idee. Er hat ein normales Armeegewehr genommen und ein Zielfernrohr angebaut. Also müsstest du ihn aus größerer Entfernung treffen können. Du musst nicht einmal auf der Insel sein. Wo dann? Du kannst ihn von Central Island prächtig ins Visier nehmen. Vom Turm des alten stillgelegten Gefängnisses an der Nordspitze der Insel. Da liegt der ganze Park direkt vor deiner Nase. Und mit dem Gewehr wird es nicht schwer sein, ohne zu viel Aufmerksamkeit dein Ziel zu erledigen. Der Plan klingt nicht schlecht. Schön. Rede mit Vincenzo und hol dir das Gewehr. Okay, Boss. Und denk dran, Tommy. Du musst es aus der Entfernung tun. Und niemand darf dich dabei sehen. Du hast vielleicht nur einen einzigen Schuss. Wenn du ihn nicht sofort triffst, wird er beschützt und der Job ist vertan. Kapiert, Boss. Alles klar. Aber ich würde sagen, an der Stelle setzen wir einen Cut. Das klingt schon mal echt spannend. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lol. Und ja, dann werden wir mal gucken, was so auf dem Plan steht. Beziehungsweise ob wir den Typen erledigt bekommen. Bis dahin.